Ja, hallo, der Matthias ist hier. Wir sind wieder an der Nordseeküste. Ich bin auf dem Weg zum Strand. Und wie ich hier so runterlaufe, sehe ich doch was echt Interessantes. Und zwar fährt hier gerade ein U-Boot durch unsere schöne Bucht. Das zeige ich euch jetzt mal. Das heißt, ich versuche es noch drauf zu bekommen. Musste mich etwas beeilen. Es ist auch ganz schön flott unterwegs. So, da haben wir unser U-Boot. Ein U-Boot. Sieht toll aus. Mal was ganz anderes. Total geräuschlos. Sieht es von dann. Schön. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich ganz früh auf den Weg gemacht, hier raus an die Küste. Es ist kurz vor 5. Die Sonne geht gleich auf, wie ihr sehen könnt. Und dann will ich gleich mal ein paar Aufnahmen machen, die Drohne noch starten. Ja, das hat sich schon gelohnt. Ich habe ein U-Boot gesehen. So, dann sind wir jetzt hier. Die Sonne geht gerade auf. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Können wir das sehen? Hier. Das wird etwas spät. Drohne raus. Vorbei ist, werde ich dann mal die Isar runtersetzen. Automatisch muss ich es noch gar nicht an. Sind wir hier mit einem schönen Sonnenaufgang in Altenbruch an der Nordseeküste. Bin heute ganz früh aufgestanden, um dieses Spektakel für euch zu filmen. Ich werde dann ein Video daraus machen, mit einigen Tests auch, mit einigen Testfotos. Der liebe Sven hat mich darum gebeten, dass ich ein paar RAW-Aufnahmen, DNG-Aufnahmen mache für ihn, eigentlich vom Sonnenuntergang. Aber mir liegt der Sonnenaufgang mehr, also probieren wir das einfach mal. Ja, dann werde ich jetzt gleich mit der Drohne mal aufsteigen. Ein bisschen filmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns dann, wie immer, zum Schluss noch einmal.
Ja, und sonst, was ich sonst noch machen werde, ist halt, dass ich gleich mal probiere mit diesem Verfolgungsmodus. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das alles einstelle. Da hätte ich mich noch ein bisschen mit besser beschäftigen müssen vorher. Eventuell verlege ich das dann auf das nächste Video. Ja, ansonsten war das heute schon mal ein richtig erfolgreicher Tag. Schöner Flug, sehr früh aufgestanden, hat sich gelohnt, hier an der Küste. Ich denke, ich habe gute Aufnahmen gemacht. Ich habe ein U-Boot gesehen, ihr hoffentlich auch, ganz klein im Hintergrund. Ja, dann danke ich euch fürs Schauen des Videos. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt. Und wir sehen uns dann bald in meinem nächsten. Bleibt alle gesund, habt viel Spaß. Bis dann, euer Matthias. Ja, hallo nochmal. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, nochmal den Active Track auszuprobieren mit euch hier. Weil das scheint doch ganz gut zu funktionieren. Das machen wir jetzt mal zusammen. Ja, das sieht auch schön aus. Jetzt folgt sie mir. Schön. Ja, das haut bis jetzt, haut das richtig schön hin. Ich freue mich darüber, dass das so gut funktioniert. Da werde ich mich noch eingehend mit beschäftigen in den kommenden Videos. Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Funktion, die die Mavic Air 2 da bietet. Echt gut, das gefällt mir. Ja, und ansonsten danke ich euch, dass ihr euch das auch noch angeschaut habt. Meinen kleinen Active Track hier, meinen Test. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bleibt alle gesund und dann bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Matthias. Na, da fliegst du, ne? Da fliegst du. Kleine Mavic Air 2. Yeah. Wunderschön.